Hey, ihr Süßen, hier ist wieder euer Ingman. Ich enjoy gerade voll mein Life. Es gibt super Neuigkeiten. Also abonniert den Kanal, seid bei mir. Ingman, wir brauchen nicht eine Maske. Was machst du denn? Gar nichts, nichts. Die Epidemie der Influencer. Spätpubertierende Erwachsene halten Kajalstift in die Kamera und machen ordentlich Bares. Kann damit wirklich jeder reich werden? Gibt es Schattenseiten und sind bezahlte Empfehlungen wirklich schlechter als klassische Werbung? Ich weiß es und Sie gleich auch, denn das ist CCN. Influencer. Was klingt wie eine Erkältung, ist in Wirklichkeit die Pest. Gescheiterte Größenwahnsinnige mit zu viel Pomade im Haar rufen ihre Gefolgschaft dazu auf, seltsame Dinge zu tun. Eigentlich eine prima Stelle für einen Hitlerwitz. Weil wir aber jung und hip sein wollen und die guten Autoren immer für die Heute-Show arbeiten, hier ein paar dröge Fakten. Theoretisch hat jeder von uns schon mal geinfluenzt. Sogar stinknormale Online-Bewertungen und jedes Like helfen anderen Usern bei der Kaufentscheidung. Laut einer Studie rezensieren ungefähr 16 Millionen deutsche Nutzer andauernd irgendwelche Produkte im Netz. Aber nicht mal ein Drittel davon gilt wirklich als Influencer. Also als jemand, der das Meinungsbild anderer aktiv prägt. In Deutschland gibt es 4,6 Millionen Influencer. Wahnsinn! Fast genauso viele leiden hierzulande an Legasthenie. Zufall? Egal, ob man das Spiel mitspielen möchte oder nicht. Vor einigen Influencern gibt es auch als Nicht-Fan kein Entkommen. Vor denen hier zum Beispiel. Bibis Beauty Palace und Dagi B. Das sind natürlich Spitznamen. Die bürgerlichen Namen klingen dann schon eher nach, sagen wir mal, Callcenter-Mitarbeiterin. Ja, guten Tag, mein Name ist Dr. Mokschmanschik, was kann ich für Sie tun? Bibi und Dagi sind beide gerade mal Mitte 20 und haben auf ihren Lifestyle-Channels jeweils schon 4 bis 5 Millionen Abonnenten. Den präsentieren sie dann entweder die neuesten Abschminkpads oder Alltagskrams aus ihrem Leben. Ersteres lassen sich von den Herstellern ziemlich gut bezahlen. Dazu kommen noch die YouTube-Werbeeinnahmen, solche Promo-Verträge und natürlich eigene Produktreihen. Wie zum Beispiel bei Bibi dieser Duschschaum. Laut dem Manager-Magazin verdienen sie damit insgesamt knapp 110.000 Euro im Monat. Und meine Autoren haben mir glaubhaft versichert, das ist sehr viel Geld. Da war ich schon wirklich schockiert. Ja. Heute Morgen im Heli. Noch krasser aber ist es in den USA. Diese junge Dame hier hat über 10 Millionen Instagram-Follower und machte allein mit ihrer Fitness-App Sweat 17 Millionen Dollar. Und da habe ich zu meinen Autoren gesagt, das ist viel Geld. Außerdem, für jeden Instagram-Werbepost für irgendwelche Produkte bekommt sie nochmal 150.000 Dollar obendrauf. Dafür müssen Leute wie Bibi anderthalb Monate lang Schminkvideos drehen. Das Leben ist einfach nicht fair. Diese absurden Summen haben die Influencer aber auch in die Kritik gebracht. Denn es gibt ein Problem, das hatte schon Lothar Matthäus. Die Zielgruppe ist etwas jung. Vielleicht zu jung, um ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass der angepriesene Krempel ihrer Idole gar nicht so geil ist, sondern bloß ihre Ferienhäuser und Sportwagen finanziert. Seit einer Weile nimmt Bibi allerdings noch eine komplett andere Zielgruppe ins Visier. Mütter. Denn neben ihrem YouTube-Kanal hat Bibi überraschenderweise auch einen Geburtskanal. Laut Experten kann sie ihre Vermarktungsmöglichkeiten damit nochmal um mindestens 50% steigern. Aber mal ohne Scheiß, wer seinen eigenen Nachwuchs zu Marketingzwecken ausschlachtet, der muss doch einen Pakt mit dem Teufel haben, oder? Fragen wir doch mal investigativ nach. Hallo. Hallo, Herr Stadelmann. Ja, danke, dass Sie es einrichten konnten. Ja, was sagen wir denn? Herr Lucifer, Satan? Lucifer. Lucifer ist mir am liebsten, ja, weil Satanisten haben meine Brand aufgeweicht. Okay, ja. Sie sind ja bekanntermaßen einer der ersten, sagen wir mal, richtigen Influencer. Was ist Ihr Geheimnis? Nun, man muss den Leuten Wünsche einflüstern, ohne dass sie es merken. Zum Beispiel? Evas Verlangen nach dem Apfel im Paradies. Das war natürlich ich. Auf den Sack gab's aber für die ganze Menschheit. Widerlich. Ja, danke. Naja, und im Prinzip machen Influencer mit Kindern nichts anderes. Mhm. Und das ist ja auch schon das richtige Stichwort, ne? Gibt es denn diese Deals, von denen wir da gehört haben, wirklich? Natürlich. Hätte ich mir auch so nie träumen lassen, dass es mal so weit kommt. Aber ey, Zeiten ändern sich. Okay, dann erklären Sie uns doch mal ein bisschen, wie muss man sich das vorstellen? Bibi Heineken kommt zu Ihnen gekrochen und sagt, ich tausche meine Seele gegen Likes. Naja, schön wär's. Bibi lässt mich antanzen.
Moment, das heißt nicht, die Influencer haben einen Vertrag mit Ihnen, sondern Sie mit den Influencern? Die Zeiten ändern sich. Was zählt ist Reichweite, Reichweite, Reichweite. Außerdem kann man als alter Hase auch noch was lernen. Meine, die Eltern, Millionen Influencer, Eltern quälen. Mama, kauf mir das, sonst hasse ich dich mega. Grausamer als die Inquisitoren. Okay, also, dass ich das richtig verstanden habe. Sie und Bibi Heinecke sind so eine Art gleichberechtigte Partner? Nein. Wo denken Sie denn da hin? Ich mache ein Praktikum bei Ihnen. Bitte? Ich mache ein Praktikum. Nochmal bitte? Nein, ich mache ein Praktikum bei ihr und der Art ist nicht bezahlt. Okay, naja, man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Ne? Da können Sie ja dann später sich rächen, wenn Bibi unten ankommt. Was sehen Sie, dann gibt's... Ja? Auf gar keinen Fall Influencer. Die müssen draußen bleiben. Moment. Bibi, Sammy Slimani, Dagi und so weiter, die kommen nicht in die Hölle? Ja, und machen mir dann Konkurrenz. Ja, danke. Außerdem haben die Leute hier unten genug durchgemacht. Genug. Ja, dann mal vielen Dank, Lucifer. War mir eine Freude, Herr Stadelmann. Wir sehen uns in 12 Jahren. Moment, was? Was soll das denn heißen? Wieso 12? Übergewicht, Fettmops. Auch wenn man keinem einzigen Influencer folgt, zielgerichtete Werbung bekommt man trotzdem. Jeden Tag. Auf Instagram, YouTube oder Amazon. Der Fachbegriff dafür heißt Target Marketing. Denn wie wir alle aus den nicht gelesenen AGBs nicht wissen, speichern zum Beispiel Google und Facebook genau dafür unsere Daten. Und deren Algorithmen verwurschteln wirklich alles. Navigationsrouten, Facebook-Postings und Google-Treffer. Und statt wie früher in Fernsehzeiten, wo man vermuten musste, also wenn unsere Waschmittelwerbung im GZSZ-Werbeblock läuft, dann sehen das so Hausfrauen Mitte 50 wahrscheinlich, kann man die Zielgruppe heute präzise angehen. Hat zum Beispiel jemand auf Facebook die Grünen geliked, interessiert sich für Windenergie und Greenpeace, bekommt er wahrscheinlich Werbung für Rügenwalder Tofu-Würste, Solarakkus und Fairtrade-Pelzmäntel. Ist jemand auf Facebook aber AfD-Fan, teilt die junge Freiheit und ist sich nicht ganz so sicher, was Flüchtlinge hier sollen, dann gibt es für ihn Freiwill-CDs, diesen Deutschlandhut und einen neuen Reisepass. Das Argument der Unternehmen, statt Werbung für Produkte zu zeigen, die dich nicht interessieren, zeigen wir dir Sachen, die in dein Kaufbeuteschema passen, klingt erstmal nicht so schlecht. Das Problem, die Algorithmen sind manchmal eine Spur zu spitzfindig. Beispiel, ein schwuler Mann chattet mit seinem besten Freund und fragt, wie er sein Coming-out angehen soll. Am nächsten Tag gibt es für ihn tatsächlich Facebook-Postings mit Coming-out? Hilfe benötigt? Und wenn Sie das schon gruselig finden... Das war 2013. Heute stellen wir uns Geräte ins Haus, die unser Leben bequemer machen sollen. Amazon Echo, Google Home oder Apples HomePod, die ganze Zeit mithören und immer, wenn man das Codewort sagt, also zum Beispiel Alexa oder irgendwas, das dafür gedacht ist, zack, Aufnahme. Wenn man das nicht will, muss man die Snippets manuell löschen, wie bei einer Kamera auf dem Gästeklo. Aber Amazon hat das Problem erkannt und ist bemüht, den Usern ein besseres Gefühl zu geben. Nach Amazon Echo, Amazon Dot und Amazon Spot bekommt Alexa jetzt noch mehr Familienzuwachs. Grüß Gott, ich bin Adeltraud. Adeltraud ist der erste Home-Assistent, der nur dann mithört, wenn er auch wirklich soll. Adeltraud, bestell mir genoppte Kondome. Adeltraud, bestelle Kondome. Aber gerne doch, Stefan. Und sollte Adeltraud auch mal mithören, werden die Aufnahmen dank Memory Fading Feature umgehend gelöscht. Adeltraud, wie lange bis zu meiner Verabredung mit Dings, Tina? Ach, eben wusste ich es noch. War das heute? Mach dir doch einfach einen freien Abend. Als einziger Assistent achtet Adeltraud auch auf ihre Gesundheit. Obacht, Stefan, wegen der Chlamydien. Was? Die junge Dirn gestern Abend sah nicht gesund aus. Also doch, du Arschloch. Oh, was? Bleib hier. Du kannst mich mal. Das hat die doch nicht ernst gemeint. Jetzt bleib doch hier. Adeltraud weiß immer, was für sie gerade das Beste ist. Guten Abend. Oh. Schönen Abend. Adeltraud?
Iss doch erstmal was, mein Goldstück. Danke, Adeltraud. Das ist ja gut. Hallo. Bitteschön. Danke. Adeltraud? Hä? Damit du groß und stark wirst, mein Junge. Lieb gemeint, aber... Sonst muss ich deinen Browserverlauf mit deiner Kontaktliste teilen. Was? Allerdings hat auch der Gesetzgeber einiges verschlafen, weil man das Internet einfach nicht ernst genommen hat. Deshalb herrscht in den frühen Social-Media-Jahren auch das reine Chaos. Leute haben einfach gemacht, was sie für richtig hielten. Produkte vor laufender Kamera abgefeiert und dafür ordentlich kassiert. Das lief dann ungefähr so. Hier, oh, guck mal, C&A hat mir einen neuen Anzug geschenkt. Der ist super, kauft ihn euch, richtig gut. Und zack, Heli wieder vollgetankt. Irgendwann reagierten die sogenannten Landesmedienanstalten und regulierten, beziehungsweise überregulierten. Kathi Hummels bekam eine einstweilige Verfügung vom Verband Sozialer Wettbewerb, weil sie Sachen, die sie zeigte, nicht als Werbung gekennzeichnet hatte. Das Problem, viele dieser Sachen hat sie von sich aus empfohlen. Keine Werbung, weil keine Gegenleistung. Wie beim Oralverkehr mit den Redakteuren. Also, mit der richtigen Ausrüstung kann im Prinzip jeder Influencer werden. Die Frage ist nur, ob man das wirklich will. Ja, man kann damit ordentlich Scheine machen, aber man muss dafür auch ziemlich viel geben. Seine Freizeit, ein Stückchen Privatsphäre und besonders seine Würde. Wie diese Frau, die für Werbeeinnahmen mit Beefies gebadet hat. Baden mit Würsten. Das hatte ich das letzte Mal beim Seniorenschwimmen. Apropos, als Influencer muss man auch an Scheißtagen gute Miene machen. Und zwar zu bösem Spiel. Ja. Angesichts all dieser Nachrichten ist es kein Wunder, dass einige Influencer schon mit Depressionen zu kämpfen hatten oder den Job hingeschmissen haben. Zusammenfassend kann man sagen, als Influencer kann man noch mehr Kohle machen als RWE im Hambacher Forst. Bevor man die Kamera einschaltet, muss man allerdings auch ein paar Sachen ausschalten. Moral, Ehrlichkeit und Selbstachtung. Denn am Ende steckt hinter der vorgeheuchelten Freundschaft doch bloß kaltblütige Geldgier. Das war CCN. Wenn Sie jetzt nicht abschalten, bleiben Sie dran. Dann bin ich froh, dass auf dem Kanal keine Werbung läuft. Dann wäre der ganze Beitrag total unglaubwürdig, ja? Wirklich.